Hallo zusammen. Ich bin wieder in der Küche, wo denn sonst? Es ist wieder Zeit zum Abendessen kochen. Hab vorhin meine Kinder gefragt, was wollt ihr zum Essen haben? Kennt ihr das auch? Was für Antworten das manchmal dann kommen? Keine Ahnung. Mir egal. Dann kam eine Antwort von Raphael. Mach doch irgendeine Suppe. Ich sag, welche? Ach, dir fällt schon was ein. Klasse. Super, ne? Also habe ich mir dann überlegt und habe gedacht, tja, ich will heute kein Fleisch haben, sondern was anderes, also Fisch. Es gibt heute Fischsuppe. Dazu brauchen wir logischerweise Fisch. Ich habe Lachs genommen, man kann natürlich auch alles andere, jeden anderen Fisch nehmen. Dann Kartoffeln, die habe ich schon geschält. Möhren, Zwiebeln, Knoblauch. Und Hirse. Ja, das war's dann auch. Mehr braucht man dazu nicht. Ach. Und natürlich ein Topf mit Wasser. Und jetzt lege ich los mit dem Schnippeln. So, alles ist geschnibbelt. Die Zwiebeln habe ich jetzt noch ein bisschen weiter weggestellt. Jetzt muss ich wieder rein. Jetzt packen wir die Kartoffeln rein ins Wasser und lassen die erstmal kochen. So, und in der Zwischenzeit, da ist die Pfanne. Da. Huch. Dann mache ich auch jetzt an und gebe ein bisschen Öl rein. Und in der Zwischenzeit werde ich jetzt auch noch den Fisch schneiden. Ich nehme jetzt ein größeres Messer. In mundgerechte Stückchen. Und die Hirse, dafür brauche ich einen Becher. Ich nehme alles. So viel ist das ja nicht mehr. Hirse muss aber gewaschen werden vorher. Dafür hole ich jetzt einen Sieb raus. Siebe da die Hirse rein und wasche sie einfach mit klarem Wasser ein. Und jetzt lasse ich sie einfach abtropfen. Genau, das Öl ist jetzt heiß. Da kommen jetzt die Zwiebeln rein. Apropos ohne Fleisch. Es muss ja nicht jeden Tag Fleisch sein. Ich habe eine ganz liebe Freundin in Allgäu. Die war früher bei uns in Lüneburg in der Gemeinde. Und jetzt ist sie mit ihrer lieben Familie nach Allgäu gezogen. Und die hat auch einen YouTube-Kanal. Ich habe ihre Erlaubnis bekommen, ein Foto von ihr, ich stelle das mal ja noch rein, ein Foto von ihr zu zeigen und auch von ihr ein bisschen zu erzählen. Auf jeden Fall, sie kocht auch viel. In ihren Videos sind auch etliche Rezepte, aber sie kochen vegan. Also wer Interesse hat auf vegane Rezepte, auch mal, wenn man nicht unbedingt komplett vegan nimmt, aber zwischendurch mal Rezepte ohne Fleisch, kann gerne auf ihrem Kanal vorbeischauen und natürlich abonnieren wäre auch nicht schlecht. Sie heißt Olga Zimmermann und genauso heißt auch ihr Kanal. Das schreibe ich nachher in die Kommentare noch rein. Und wenn ich ihre Videos mir angucke,
Dann fühle ich mich so immer um genau 10 Jahre zurückversetzt, denn sie und ihre Familie, die sind genau da, wo ich vor 10 Jahren war. Also sie hat auch 4 Kinder und ihre Älteste ist 9, mein Großer ist 19 und ihre Jüngste ist 1 Jahr alt und mein Kleiner ist 1 Jahr alt, 11 Jahre alt, 1 Jahr genau. Also ihr merkt, ne, genau 10 Jahre dazwischen und dann sind dann noch 2 Kinder eben dazwischen. Und es ist wirklich so, wie es bei uns früher war, als die Kinder noch klein waren. Also guckt euch das an, sehr schöne Videos, sehr schöne, sehr liebe Familie und auch interessant einfach mal zu gucken, wie es woanders auch läuft. Für mich sind ihre Videos einfach so ein Wiedersehen jedes Mal, wenn sie Videos reinstellt, weil wir sehen uns ganz, ganz selten. Aber jetzt letzten Samstag in der Kirche haben wir uns tatsächlich getroffen, weil sie die Kinder Ferien haben und die hier oben waren wieder bei der Familie, ne, zu Besuch. Und ich weine nicht, das sind die Tränen wegen Zwiebeln. Ne? Also, ich hasse Zwiebeln schneiden und anbraten, aber ohne Zwiebeln schmeckt nichts. Keine Suppe. Zwiebeln sehen schon mal ganz gut aus. Jetzt kommen die geriebenen Möhren und Knoblauch dazu. Und wird auch ein bisschen angebraten. So, ich mache jetzt hier den Herd aus und lasse es jetzt noch stehen, bis es in den Topf reinkommt. So, die Kartoffeln sind fast durch. Also kommt der Rest rein. Zwiebeln mit Möhren. Und die Hirse. Und der Fisch. Platsch. Und jetzt muss ich noch würzen. Also kommt Salz rein und Pfeffer und Dill und natürlich ein paar Lorbeerblätter gehören auch noch rein. Was wollt ihr, Jungs? Ist noch nicht fertig. Kaffee. Manu, ist überhaupt wieder? Weiß ich nicht. Verbrannt. So, und jetzt lasse ich das alles kochen. Wieso? Nee, das war gerade nicht. Ist das fertig? Ich probiere erstmal, ob genug Salz drin ist. Ein bisschen kann man. So. Und jetzt mache ich wieder Deckel drauf und lasse es kochen. Ich habe übrigens schon in der Zwischenzeit die Wäsche aufgehängt und der Nachbar war da. Der hat den Brecher von Zucchini, den ich im letzten Video gezeigt habe, abgeholt. Habe ich ihm angeboten und den einen von den beiden Kürbissen, der noch übrig war. Im Garten sind ja noch mehr und im Moment brauche ich die nicht, also habe ich die verschenkt. So, die Suppe kocht jetzt fertig und wenn die fertig ist, zeige ich es euch und ich räume hier ein bisschen was auf und decke schon mal den Tisch. So, ihr Lieben, die Suppe ist fertig. Mein Mann ist gerade los und holt Isabel vom Training ab und dann wird gegessen. Ich wollte euch aber trotzdem noch zeigen, wie die Suppe aussieht auf dem Teller. Und vorher wollte ich noch was sagen. Also wenn sich jemand fragt, was hat denn die Irina mit ihrem Haar angestellt? Nichts. Rein gar nichts. Das hat sich der liebe Gott ausgedacht. Ich habe auch noch weiße Haare hier ein bisschen in den Rechtsabhang, ne? In die Augenbraue
Und man sieht es jetzt nicht, weil ich Wimperntusche drauf habe, aber in den Wimpern ist auch ein gut Viertel jünglich auch weiß. Das ist Pigmentstörung. Ja, manche müssen das sich färben, ich brauche das nicht. So ist das der. So, ich zeige euch jetzt die Suppe. So, ein bisschen runter. So schaut die fertige Suppe aus. Schön mit Lachsstückchen drinne und Hirse. Viel Spaß beim Nachkochen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und wir sehen uns dann demnächst wieder. Tschüss!